Das Land der Berge als Wirtschaftsstandort. Tirol. Wir treffen erfolgreiche Unternehmer aus Bauwirtschaft und Industrie. Transport und Tourismus. Handel und Gastronomie. Wirtschaft und Finanzen. Wir wollen wissen, wie man sich erfolgreich im Wirtschaftsleben durchsetzt. Ich freue mich schon auf viele interessante Gespräche. Wirtschaftsdialog TV, präsentiert von der Tiroler Sparkasse. Was zählt, sind die Menschen. Stefan Sinnecker und Christian Strassel haben eine gemeinsame Leidenschaft: das Skifahren. Und ein gemeinsames Problem: die Suche nach dem Ski, wenn sie ihn beim Freeriden verlieren. Also entwickeln sie ein kleines Gerät, das auf dem Ski montiert wird und das piept, wenn sich der Ski selbstständig macht. Never Lose. Ich habe damals eine kleine Skibaufirma gehabt, Kultbrettl, und habe jemanden im Mai gesucht, der mit mir im Gletscherfahrt Fotos machen. Und habe da den Stefan Sinnecker gefunden, sind dann wirklich am nächsten Tag am Gletscher gefahren. Und das Witzige war, wir haben keine Fotos gemacht, wir haben uns nur über Startups und Entrepreneurship unterhalten. Und dabei ist dann auch die Idee entstanden, am Lift zu sagen, hey, warum gibt es eigentlich nichts, wenn man seinen Ski beim Freeriden, wir sind alle leidenschaftliche Freerider, verliert, dass man den wiederfindet. Und das war irgendwie die Geburtsstunde dieser Idee. Das Vorhaben, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ein neues Produkt zu entwickeln, ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Auch Christian Strassel und Stefan Sinnecker müssen sich den anfänglichen Schwierigkeiten stellen. Stichwort Finanzierung, rasche Finanzierung. Und wir haben gewusst, wenn wir mit dem Produkt raus wollen, dann müssen wir auf die nächste Saison hin entwickeln. Das heißt, im Jänner, Ende, haben wir damals Feedback gekriegt, das ist was, da soll man Gas geben. Und haben gewusst, man muss Artikel im September, Oktober diesen Jahres dann bereitstellen. Da reden wir wirklich von Entwicklungszeiten von 7 Monaten. Wir haben uns damals entschieden, dass Förderungen nicht zu uns passen, weil dieses Antragsprozedere recht langwierig ist. Wir haben damals auch bewusst uns gegen Banken entschieden gehabt, wobei da die Kapitalverfügbarkeit recht schnell wäre. Da haben gesagt, nein, wir wollen uns das erste Seed-Invest über einen Investor machen. Das haben wir dann mit Stasto recht schnell geschafft. Ein Tiroler Traditionsbetrieb, der hat die erste Finanzierung gestemmt. Und dass man die Finanzkraft hat, braucht man später auch. Sie natürlich auch Gelder. Und da haben wir mit der Sparkasse einen sehr guten Partner gefunden. Die Jungunternehmer erhalten von der Tiroler Sparkasse eine spezielle Unterstützung für besonders innovative Start-up-Unternehmen. Ihre Erfindung Never Lose hilft nicht nur bei der mühsamen Skisuche im Tiefschnee, sondern schützt auch vor Diebstahl, wie Christian Strassel demonstriert. Also man hat jetzt diese Never Lose-Einheit, ich habe eine Handy-App. Man hat diese Oberfläche, diese zwei Modi, den Skifinder und die Diebstahlsicherung. Ich muss mich verbinden zu diesem Device, das habe ich davor schon erledigt gehabt und kann jetzt zum Beispiel den Diebstahlmodus reingeben, sichere das, indem ich das einfach auf diesen Button drücke und jetzt ist das System verriegelt. Das heißt, wenn jetzt dieses Never Lose Device bewegt wird am Ski und da haben wir gesagt, zeitverzögerte Auslösung ist wichtig, dann fängt es an zu schreien und was man da sieht ist, dass man auch eine Nachricht aufs Handy kriegt und sagt, hey hoppala, da ist was faul. Mhm. Wenn man das jetzt wieder zurücklegt, also in den Ruhezustand, dann hört es auch wieder auf. Produziert wird Never Lose von den zwei Tiroler Firmen Plisnik in Fulpmes und Exceed in Epps, wo wir uns direkt in den Produktionshallen umsehen. Never Lose lässt sich auch auf Fahrrädern montieren. Ab dem kommenden Frühjahr soll es eine erweiterte Version mit GPS geben. Aber jetzt steht erst einmal die Skisaison an. Wirtschaftsdialog TV wurde präsentiert von der Tiroler Sparkasse. Was zählt, sind die Menschen.